Nachdenkliches zum Rahmenabkommen über das iranische Atomprogramm. Herzlich willkommen heute Abend auf Klagemauer TV. Diese Woche ist ein Durchbruch im Streit um das iranische Atomprogramm gelungen. Nach jahrelangem, auf 10 Verhandlungen kam es im schweizerischen Lausanne am späten Donnerstagabend schließlich doch noch zu einer Einigung und einem erfolgreichen Abschluss. Dieser fand in einer vorläufigen Rahmenvereinbarung zwischen den UN-Vetomächten der USA, China, Russland, Frankreich, England und Deutschland auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite seinen Ausdruck. Ein schnelles Ende der harten und jahrelangen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran ist nun in Sicht. Deswegen kam es dann auch nach der Einigung zu spontanen Freudenfeiern auf den Straßen der iranischen Hauptstadt Teheran. Die USA und Israel jedoch befürchten nach wie vor, dass der Iran inoffiziell an einem Kernwaffenprogramm arbeiten könnte. Obwohl dieses durch dauerhafte und intensive Überwachung der Atomenergiebehörde IAEA nie bestätigt werden konnte. Ganz im Gegenteil, wie kein anderes Land zuvor, hat der Iran den internationalen Kontrolleuren freien Zugang und Einblick in sämtliche Atomanlagen gewährt. Dies sollte beweisen, dass der Iran keine Produktion von Atomwaffen betreibe. Der Iran bewies eine hohe und ausdauernde Kooperationsbereitschaft. Dennoch hatten die USA und Israel in der entscheidenden letzten Phase der Verhandlungen nochmals massiv Druck auf den Iran ausgeübt. Die israelische Regierung forderte, den Sanktionsdruck auf den Iran weiter zu erhöhen, und die USA behielten sich vor, im Iran eventuell doch noch militärisch zu intervenieren. Verehrte Damen und Herren, macht dies nicht deutlich, welche Atommächte tatsächlich eine Dauergefahr für diesen Globus darstellen? Welche Atommacht hat es denn als einziger Staat in der Menschheitsgeschichte gewagt, Atombomben nicht nur zu testen, sondern auch gegen ein anderes Land, gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen? Zur Erinnerung, im Sommer 2015 jähren sich die US-Angriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum 70. Mal. Doch wie sieht die Lage heute aus? Nach offiziellen Schätzungen schlummern in den US-amerikanischen Waffenarsenalen weltweit etwa 9000 Atomsprengköpfe. Davon sollen sich alleine ca. 300 einsatzbereit auf besetztem deutschen Staatsgebiet befinden. Noch schwieriger sind genaue Schätzungen hinsichtlich des israelischen Atomwaffenprogramms. Der kleine Militärstaat Israel verweigert nämlich internationalen Kontrolleuren jeglichen Einblick kategorisch. Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Vorsichtige Schätzungen gehen von 200 israelischen Atomsprengköpfen aus. Andere Quellen berichten von bis zu 400 einsatzbereiten Atomsprengköpfen. Offiziell gesteht Israel weder die Existenz seines Atomwaffenprogrammes ein, noch dementiert es sie. Doch dass es die Bombe besitzt, ist unbestritten. Bereits 1986 hatte der Atomtechniker Mordechai Vanunu der britischen Sunday Times ein ausführliches Interview sowie Fotomaterial zum israelischen Atomwaffenexport gegeben und damit dessen Existenz öffentlich gemacht. Daraufhin wurde Vanunu vom israelischen Geheimdienst Mossad entführt und kam für viele Jahre in Einzelhaft. Außerdem verplapperte er sich bei einem Deutschlandbesuch im Jahr 2006 der damalige Premierminister Israels Ehud Olmert. Er sprach unverblümt von Israel als eines der Atommächte. Eine klare Aussage kam auch von dem israelischen Friedensaktivisten Jonathan Shapira, einem ehemaligen Hauptmann und Pilot der israelischen Luftwaffe. Ich zitiere: Ich bin über jene Atombomben mehr besorgt, die Israel bereits hat, als über jene Atombomben, die der Iran nicht hat. Israel ist dem Atomwaffensperrvertrag bis heute nicht beigetreten. Damit umgeht es die Diskussion über seine Atomwaffen und über eine eventuelle Abrüstung. Angesichts der angespannten Lage im Nahost und hinsichtlich des Weltfriedens wäre dies jedoch mehr als notwendig. Die Forderung nach Transparenz und nicht einseitiger Abrüstung drückt auch ein bekanntes Gedicht von Günter Grass aus. Das Gedicht »Was gesagt werden muss« war genau heute, vor 3 Jahren, am 4. April 2012 in einigen ausgewählten deutschen Tageszeitungen erschienen. Einige verärgerte Zionisten in Deutschland und in der israelischen Regierung erklärten Grass daraufhin sogleich zur Persona non grata, also zur unerwünschten Person mit einem Einreiseverbot nach Israel.
In Deutschland kam es zu einer negativen Imagekampagne gegen Grass in den Hauptmedien. Gleichwohl genießt der Literatur-Nobelpreisträger Grass auch bei vielen Menschen in Israel ein hohes Ansehen. Der israelische Friedensaktivist Michael Warschawski machte Grass beispielsweise für dessen mutige Stellungnahme zu einem Anwärter für seinen zweiten Nobelpreis, den Friedensnobelpreis. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn der Weltfrieden am seidenen Faden hängt, ist es Zeit, dass sich jeder vom Schweigen befreit. Sind auch Sie dazu bereit? Sie wissen so gut wie ich, dass Israel mit einem Angriff auf Iran droht, wenn sich die Frage des Nuklearprogramms nicht anders lösen lässt. Warum muss Israel drohen? Weil Iran bis heute sich weigert, sein Atomprogramm restlos offen zu legen. Zeigen die Zionisten Klarheit und Transparenz in ihrer Nuklearfrage? Sie haben mehr als 250 atomare Sprengköpfe. Ist das kein Problem, wenn sie so ausgestattet sind? Israel gehört nicht zum Atomwaffensperrvertrag. Es hat keine vertragliche Verpflichtung, das offen zu legen. Iran hat diese Verpflichtung. Das heißt, jeder, der nicht Mitglied von NPT-Vertrag ist, ist frei zu tun, was er will? So ist das wohl. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Vetomacht USA. Die USA setzte zwischen 1972 und 2001 ganze 39 Mal ihr Vetorecht im Weltsicherheitsrat ein, um Resolutionen zu verhindern, die der israelischen Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten kritisch entgegenwirken sollten. Das sind mehr als alle Vetos der übrigen Länder in diesem Zeitraum zusammengenommen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.